acht, neun, zehn. Da bin ich ja jetzt total in die Luft gegangen. So wie die Projekte der Kategorie Mechatronik und Maschinenbau. Da werden Luftaufnahmen von Kameradrohnen gemacht. Da werden Flüge hergestellt für Modellflugzeuge und Windkraftwerke. Ein weiteres Team hilft, Helikopterwellen zu testen. Und wieder ein anderes trägt dazu bei, die Zugluft zu reduzieren. Danke. Und dann gibt es noch ein Team, die wollen zwar hoch hinaus, aber dann vor allem auch sicher wieder hinunter. Und denen schließe ich mich jetzt an. Tschüss. Formschaumteile schneiden mit der Seilbahn, ein Projekt der HTL Wolfsburg. Statt Spindeln werden in dieser CNC-Maschine zum Zuschneiden von Formschaum kostengünstige Seile verwendet. Wie hat man denn Formschaumteile ohne Seilbahn zugeschnitten? Bisher eigentlich sehr aufwendig mit 5-Achs-CNC-Fräsen. Diese waren sehr aufwendig oder sind sehr aufwendig, sehr teuer und auch sehr kompliziert. So, und jetzt führe mich mal durch. Wie läuft das ab? Wir haben hier eben unseren Hitzdraht. Dieser wird auf 200 Grad Celsius mittels Strom erhitzt. Und wir haben in den Säulen 4 Schrittmotoren. Mit ihnen wird dieser Hitzdraht eben gesteuert. Und gespannt wird der Hitzdraht eben durch unser Seil und ein Gewicht, das sich hier befindet. Wieso ist da früher keiner draufgekommen? Das fragen wir uns selber, aber es hat sich einfach niemand drüber getraut anscheinend. Also für die Industrie war es eben deswegen zu uninteressant. Und deswegen kann man auch denken, dass vielleicht deshalb nicht geforscht wurde. Bis jetzt eben bei diesem Design. Und aus dem Formschaum lässt sich dann zum Beispiel dieses Windrad formen. Helikopterwellenprüfstand, ein Projekt der HTBL UVA Mödling. Hiermit können die Heckantriebswellen von Helikoptern automatisch getestet werden. Das war die Laola-Welle. Was ist eine Helikopterwelle? Also eine Helikopterwelle, die überträgt das Moment von der Gasturbine zum Heckrotor. Das ist eigentlich nur eine Stange, keine Welle. Genau, einfach nur eine Stange. Aber dann ist es doch eine Achse. Nein, eine Achse dreht sich nicht. Alles klar. Und was kann man damit jetzt prüfen? Man prüft, ob die Welle 10 Millionen Schwingungen aushält. Und wenn ja? Wenn ja, dann kann die Firma diese Wellen produzieren. Das Ding ist normalerweise 7 Meter breit, 3,5 Tonnen schwer. Hier haben wir es in klein. Wie funktioniert's? Das ist unsere Helikopterwelle, hier ist unsere Vorspannwelle, das ist die große Scheibe und der Motor hier unten mit der Unwuchtscheibe bringt das zum Wackeln und Vibrieren und testet so die Helikopterwelle. Also ohne diese Wellen könnte der Helikopter nicht fliegen? Ohne diese Wellen könnte der Helikopter nicht fliegen. Shockmount, ein Projekt der HTBLA Eisenstadt. Ein Dämpfungssystem verringert die Vibration von Drohnenkameras für Luftaufnahmen. Das bisschen Milch kostet 70 Euro. Was kann es? Also, was wir entwickelt haben, ist eine semiaktive Schwingungsdämpfung für Multikopter-Systeme. Wir versuchen damit, die Vibrationen, die ausgelöst werden von den Rotoren und sich über das Gestell fortpflanzen, bis zur Kamera bestmöglich zu dämpfen. Wie wird das erreicht? Die Flüssigkeit in diesen Dämpfern wird mit Hochspannung wird die Viskosität verändert, das heißt, sie ändert ihre Dämpfungskonstante und dadurch werden die Vibrationen herausgefiltert. Unsere Entwicklung besteht aus 2 Dämpferplatten, zwischen denen sich Silikonbälge befinden, in denen eine spezielle Flüssigkeit gefüllt ist, welche die Eigenschaft hat, dass sie, wenn man ein elektrisches Feld anlegt, die Viskosität ändern kann. Durch diese Änderung der Viskosität erhält man eine Veränderung der Dämpfungskonstante und dadurch kann man je nach Schwingungszustand die perfekte Dämpfung der Kamera gewährleisten. Und wo kann man das Ding noch unten dran hängen? Also unsere Erfindung ist im Prinzip universell einsetzbar. Man kann es von der Feinmesstechnik bis zur Halbleiterherstellung überall da einsetzen in der Industrie, wo unerwünschte Vibrationen auftreten und gedämpft werden müssen. Die Drohnen kommen und ich flieg hinterher. Zugluftfreies Nachströmventil für Wohnungslüftungsanlagen. Ein Projekt der HTL Otterkring. Indem die ohnehin vorhandene Zuluft genutzt wird, ist diese beständige Lüftungsanlage besonders praktisch. Diese Lüftung ist einfach ein Loch in der Wand. Oder? Wenn das nur ein Loch in der Wand wäre, dann würde das hier passieren. Wir haben hier Zugluft
und rund 13 km/h, das entspricht 3 Meter pro Sekunde. Aber wir machen das anders. Ein Teil der Zugluftvermeidung beginnt damit, indem wir einfach vor das Loch eine Prallplatte hängen. Damit haben wir zwei positive Effekte. Der erste Effekt ist, wir verteilen die Luft, als, was zuerst ein Freistrahl war, als einen ebenen Wandstrahl und nutzen die Prallplatte als Wärmetauscher. Wir nutzen hier den Venturi-Effekt. Wenn man sich das hier so vorstellt, Frischluft strömt hier ein, am engsten Querschnitt herrscht ein Unterdruck und saugt vom Raum warme Luft in das Ventil an. Dadurch wird die Luft schon im Ventil angepasst und strömt dann als angepasste Luft in den Wohnraum ein. Und hier haben wir das Ganze live in die Hausmauer eingebaut. Ja, das Besondere an diesen Prototypen ist, dass dieser Prototyp windunabhängig ist. Das heißt, wir haben eine Windautarkieeinrichtung gebaut. Es ist eine gefederte Klappe und je stärker sich der Wind anlegt, umso mehr schließt die Klappe. Wenn der Wind nicht weht, öffnet sich die Klappe wieder. Mobiler Personenseilaufzug, ein Projekt der HTBLA für Klappruck. Dieser Seilzug für Höhenarbeiten bringt die Arbeitenden und ihr Material ebenso motorisiert nach unten wie nach oben. Was ist an eurem Personenseilaufzug besonders innovativ? Man kann mit dem Gerät einfach an einem Kletterseil nach oben und nach unten fahren, mitsamt Material und Arbeiter. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Das war unser Projektlehrer. In seinem Ort wurde eine Kirche restauriert und die Arbeiter benötigen eine Aufstiegshilfe. Haben Sie denn auch eine Abstiegshilfe bekommen? Auf jeden Fall. Das Besondere an unserem Gerät ist, es kann eben motorisch nach oben und nach unten fahren. Was ist das Gefährlichste, was passieren kann? Wenn die Antriebswinde bricht. Aber dafür haben wir ein zweites Sicherungsseil. Und was macht ihr jetzt mit eurem Personenseilaufzug? Auf jeden Fall werden wir das Gerät erst einmal bauen, ausgiebig testen und dann werden wir es auf den Markt bringen eventuell. Großartig. Na dann, fahren wir mal wieder runter.